probiert. Freunde, zieht euch das bitte mal rein. Oh mein Gott. Das, sorry, Bro. Ich kann nicht mehr. Ich bin weg. Ey, du bist so dreckig, Digga. Ohne Witz, richtig dreckig. Yo, Freunde, was geht ab? Heute wollen wir das Video drehen. Einfach viel zu krank. Wir waren letztes Mal 24 Stunden im Dönerladen. Aber diesmal waren wir 24 Stunden lang im Pizzaladen. Chillen und übernachten und ja, Mann. Freunde, ich will einfach gar nicht viel labern, Digga. Gib für diese Aktion auf jeden Fall direkt mal einen Daumen hoch, dass wir die ja 24 Stunden im Pizzaladen diesmal chillen. Und Freunde, schreibt auf jeden Fall jetzt in die Kommentare rein, wo wir als nächstes 24 Stunden Video drehen sollen. Und Freunde, in dieser Zeitpunkt hat Johnny und ich ein Instagram-Bild hochgeladen. Geht jetzt auf unser Instagram-Profilbild drauf und liked das Foto. Das ist auf jeden Fall ein heftiger Support von euch. Und ja, Mann, ich bin schon so gespannt. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal die ganze Decke, was wir brauchen, Decke, Kissen, nehmen wir alles mit, ja, weil wie gesagt, wir pennen da auch drin. Und ich würde sagen, Freunde, wir fangen jetzt auch direkt an. Wir fahren jetzt in den Pizzaladen und wir nehmen euch jetzt mit. Und ich würde sagen, let's go! So, Freunde, wir sind jetzt am Pizzaladen angekommen, wie ihr seht, hier frischer Pizzaladen. Wir haben es jetzt, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, wegen den ganzen Autos, wir haben es jetzt 13.58 Uhr, 14 Uhr geht die Challenge los, dann sind wir 24 Stunden in dem Pizzaladen. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön an Pizzaflitzer, hier der Laden Pizzaflitzer in Fisselhövel, dass wir hier drehen dürfen, dass ihr uns den Laden hier bereitstellt. Auf jeden Fall richtig perfekt, Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt, ob es jetzt 14 Uhr ist. So, Freunde, wir haben es jetzt, wie ihr seht, 14 Uhr. Boah, Digga, jetzt lass endlich mal reingehen. Wir jetzt reingehen, oh mein Gott, dann können wir nicht mehr raus, ey. Dann werden wir 24 Stunden in dem Laden, ja, eingeschlossen, ja, eingesperrt, Mann. Digga. Oh shit, hier ist der Schlüssel, Bruder. Freunde, ich würde sagen, let's go. So, Freunde, wir sind einfach in den Pizzaladen drin, denn Johnny, Digga. Ich glaube, wir zeigen einmal kurz den Pizzaladen. Aber hier, geile Roller, zack, zack, hier alles fresh. Also Freunde, ihr habt den Pizzaladen gerade gesehen. Da werden wir jetzt 24 Stunden, hier drin werden wir jetzt 24 Stunden chillen. Und wir gehen jetzt erstmal in den Aufenthaltsraum. Und da werden wir halt auch drin pennen, ne? Wir werden auch die Nacht drin. Keine Ahnung, ist schon gemütlich, Digga. Ist schon gemütlich. Erstmal chillen. Oh. So, Freunde, das Ding ist, wie ihr seht, hier sind Stühle, aber ist jetzt kein Bett hier. So. Digga, Alter, wie soll ich hier pennen? Soll ich? Ich glaube, ich penne so einfach. So, oder ne? Ja, auch irgendwie so, Digga. Aber das wird auch auf Dauer richtig wehtun, oder keine Ahnung. Egal, wie, lass uns einfach später einfach irgendwie pennen. Gucken wir einfach später. Deck auch alles am Start hier, zack. Ja, Mann. Und ja, Mann. So, Freunde, wie gesagt, wir sind jetzt ganz gechillt hier angekommen. Und wie gesagt, wir haben noch nicht gefrühstückt, nichts gegessen. Wir machen uns jetzt eine frische Pizza. Machen nicht einfach langweilig Pizza, machen daraus jetzt eine Challenge. Und zwar... Das Ding ist, Freunde, ich komme darauf gar nicht klar. Johnny denkt einfach ernsthaft, dass seine Pizza besser ist als meine. Ist doch, also, weil ich einfach... Nein, Digga, ich wette mit dir, meine Pizza wird gleich besser schmecken als deine. Jeder macht sich eine eigene Pizza. Ja, auf jeden. Jeder macht sich eine eigene Pizza und man sieht, welche besser ist. Okay. Wette mich, ich Freunde, seht einfach selbst. Ich werde ihn zerreißen einfach. Wir haben uns alles vorbereitet und wir machen jetzt gleichzeitig eine Pizza und machen einfach jeder so, wie er sie lecker findet und mal gucken, welche am Ende leckerer schmeckt. Ich werde dich safe ziehen. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr, wer die leckere Pizza macht von uns beiden. Hashtag Johnny oder Hashtag Riad und ja, Mann. Let's go. I may be different, but my love is just the same. My lies you fade hit the fan, so give me a reason. So, Freunde, meine Pizza ist jetzt schon fertig. Riad macht seine Pizza gerade noch. Ich habe auf jeden Fall auf meiner Pizza drauf Zwiebeln, so richtig geiles Fleisch, dann eine Barbecue-Soße, Ananas, Schinken, Käse. Ich glaube, das ist eine richtig geile Kombination. Ich glaube, das wird richtig lecker schmecken. Riad, du hast bisher auf deiner Pizza... Pass auf, ich habe in meinem Rand hier, ja, da drunter habe ich Käse gemacht, also Käse und dann gewickelt, ja. Soße, ja. Käse, ja. Schinken, wieder Käse und dann halt diese Sachen hier, diese Kleinigkeiten. Ja. Brokkoli auch noch, ne? Brokkoli kommt auch noch und dann Soße und dann, ja, auf jeden, kommt, ist noch nicht fertig. Ja, auf jeden. Okay, Freunde, ich glaube, wir filmen gleich weiter, wenn die Pizza im Ofen ist und wenn wir das gleich probieren. Ich bin richtig gespannt, welche Pizza leckerer schmecken wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, Freunde, und yes. So, Freunde, unsere beiden Pizzen sind jetzt fertig und jetzt kommen die in den Ofen. Let's go. Ey, Johnny, eine Frage, bevor ich das reintue. Glaubst du, wir halten das aus, 24 Stunden drin zu sein? Bei Dönerladen, das habe ich dir gar nicht gesagt. Mein Kopf ging einfach nur so ab, ey, scheiß drauf, Johnny, ich will jetzt einfach noch raus, 24 Stunden ist mir zu hart. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, weiß ich nicht. Mal gucken, Digga, auf jeden Fall erstmal Pizza gönnen, damit jetzt immer aushalten. Let's go.
Und so, Freunde, wir haben hier drinnen nochmal ein paar Instagram-Bilder gemacht. Ihr wisst Bescheid. Deswegen, Freunde, folgt uns einfach hier auf Instagram. Wir sind einfach heftig aktiv, damit wir einfach eine nähere Bindung zu euch haben. So, Freunde, meine Pizza, das ist schon keine Pizza mehr, das ist eine Monsterpizza mehr, sei ehrlich schon. Ich habe da als erstes Soße, danach Fleisch, danach wieder drüber Käse und mit den Rand habe ich mit Käse gemacht, das ist auch wieder fresh. Aber trotzdem, das ist zu viel. Ich habe richtig viel reingetan, dann wieder Salami, dann wieder Käse drüber, dann wieder das, dann wieder bla bla bla. Keine Ahnung, Mann, ich Brokkoli, weiß. Brokkoli, Champignon, alles. Ist drum und dran auf jeden Fall. Aber Rand ist okay. Mit Käse. Ich würde sagen, wir können jetzt probieren. Aber guck mal, meins ist so saftig, guck mal, wie flüssig, was ist das? Boah, ein Traum, ne? Das ist echt ein Traum. Das ist Rias Pizza hier? Und das ist Johnnys Pizza. Okay, let's go. Ne, Ria, ich bin ehrlich, ich finde meine Pizza. Erst noch bisschen, einmal. Ich hab keinen Biss. Ich finde meine Pizza. Okay, warte, ich esse jetzt noch einmal bei dir. Ich finde echt meine Pizza ein bisschen geiler, Digga. Ich bin ehrlich, ich kann mich nicht entscheiden, was gerade geil ist. Ich kann gar nichts sagen. Beides steht okay. Sag mal so, ich hab mal jetzt ein bisschen reingekackt, deswegen sage ich, deins ist leckerer. Pizza hat irgendwann richtig geil geschmeckt, beide Pizza haben gut geschmeckt, aber ich finde trotzdem meine ein bisschen geiler. Ja, ich glaube, dein. Na, hätte ich nicht reingekackt, wäre meine geiler. Ja. Auf jeden Fall haben es jetzt mittlerweile schon 16.04 Uhr. Freunde, ich bin ehrlich, ich habe den ganzen Tag fast gar nicht geschlafen. Und ich mache jetzt, glaube ich, ein Nickerchen. Ich penne kurz, ich mache kurz einen Mittagsschlaf. Ich schwöre, ich habe auch einen Bock jetzt einfach. Man ist, ich bin jetzt so müde auf einmal ein bisschen, ne? Ja, ich schwör's dich. Ich kann jetzt, ich brauche nur mein Auge zuzumachen, ich schlafe ein. Ja, Freunde, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal ein kleines Nickerchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich oder später wieder und. Yes, man. Wenn Riad ist eingeschlafen. Riad ist wirklich eingeschlafen. Wie kann man einpennen, Digga, bei der Helligkeit und bei der Lautstärke? Ich check das nicht. Aber im perfekten Moment, um Riad zu pranken, ich nehme jetzt diesen Handschuh hier und schlag den einfach stumpf in sein Gesicht, Digga. Und freut dafür einen Daumen hoch, der geiler, spontaner Prank. Riad, du wirst jetzt leiden, Bruder, du wirst jetzt leiden. Du wirst jetzt richtig leise sein, du wirst jetzt richtig leise sein, wenn Riad nicht aufwacht. Unlustig, Johnny, ohne Witz, wie lustig du bist. It's a prank. It's a prank, Bruder. Verstehst du nicht ein Prank oder was? Du hast doch ein Prank, Digga, ist doch Spaß, Bruder. Richtig lustig, Alter. Richtig unlustig, Alter. Ich will doch schlafen, Johnny. Warum schlafen, Bruder? Digga. Was für schlafen, Junge? Wir wollen doch hier zusammen chillen, was für schlafen. Ey, ich hab so krass geträumt, ne? Echt? Stell dir mal vor, ich wäre jetzt um 0 Uhr oder so, ich hätte jetzt 24 Stunden geschlafen, dann wäre die Zeit schon um. So, Freunde, Riad wollte eigentlich gerade in Ruhe pennen, wir haben es jetzt nur eine halbe Stunde später, wir müssen jetzt 5:30 Uhr. Der Laden öffnet um 17 Uhr, also der öffnet gleich den Laden, das füllen wir auch noch alles wieder laufen auf, wie der Laden auffahrt und dies, das. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und wir sehen uns später wieder, weil es passiert gerade eh nichts und ich würde sagen, bis später, Freunde. So, Freunde, wir haben es mittlerweile ein paar Stunden schon später. Wir haben es mittlerweile 8:45 Uhr, wir konnten halt auch gerade nicht so viel filmen und so viel machen, weil hier war gerade übertrieben viel los in dem Laden und halt auch viel Stress und sowas, aber jetzt ist es mittlerweile ein bisschen weniger geworden und jetzt können wir wieder ein bisschen was machen. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal ganz kurz. Freunde, auf jeden Fall, wie ihr seht hier, zack, der Laden hat gerade offen, der ist gerade voll in Betrieb und ja, deswegen, wir dürfen halt echt nicht so viel hier stehen und hier filmen, weil wir stören halt, weil die halt alle am Arbeiten sind und ja, Mann, auf jeden Fall. Wie viele Stunden noch? Hier noch alle, hier noch ganz viele Touren am Start, zack, zack, zack. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal wieder in den Raum da rein, weil wir hier so stehen, das stört halt, wenn wir eigentlich am Arbeiten hier sind. Und ja, Mann, wir gehen erstmal wieder zurück. So, Freunde, wir sind jetzt wieder hier drinnen, hier können wir gechillt in Ruhe drehen. Johnny, warte, Digga, wie viele Stunden noch? Digga, wir müssen noch die ganze Nacht drin bleiben, Digga. Wir müssen noch, Digga, fang mal nicht mit Stunden an, Junge. Fang mal nicht mit Stunden an, Junge. Ja. Mach mir gerade Hoffnung, Digga. Wir müssen noch lange Zeit hier drin chillen. Ja, Mann. Aber ey. Johnny, ich war den ganzen Tag noch gar nicht auf Toilette. Oder geh auf Toilette. Die ganze Zeit. Da ist die Toilette. Warte, hier, ich zeig kurz, wie die Toilette ist. Hier ist die Toilette, Bruder.
Let's go. Ist die Toilette hier? Ja, die ist da drinnen. Ehrlich jetzt? Ich schwöre, das wusste ich nicht. Hier ist Licht an, oder? Hier ist Licht, zack. So, auf jeden Fall, hier ist jetzt eben auf Toilette. Ich chill hier kurz. Ich schwör's euch, ich habe keine Ahnung, was Riet da drin macht. Der ist schon seit 10 Minuten auf der Toilette. Riet, was machst du, Digga? Riet. Riet. Riet, hallo. Hä? Ist der behindert? Ich geh einfach mal rein hier. Riet? Riet? Riad! Bist du behindert, Junge? Antworte doch! Bist du dumm, Riad? Herr Riad! Herr Riad! Wir haben es ich hab dich auseinander gedacht. Was ist für ein Spaß, Junge? Ich hab ein bisschen Sorgen gemacht, ne? Ich hab echt schon ein bisschen Sorgen gemacht, Riad, ne? Freunde, was geht hier? Ey, Sorgen, oh, geile Reaktion, Digga. Wie geil hast du dich erschaffen? Halt deine Fresse, Junge. So, Freunde, wir haben es jetzt 21.18 Uhr und der Laden hat nur bis 22 Uhr offen, deswegen machen wir uns jetzt was zu essen. Wir machen uns jetzt ein Baguette, weil nachher können wir kein Baguette mehr machen, weil dann ist der Laden als sauber gemacht und dies, das. Deswegen machen wir uns jetzt schon mal ein Baguette, damit wir nachher nicht wieder alles dreckig machen. Aber wir werden das erst später essen. Wir machen uns jetzt das Baguette, aber wir werden es erst so gegen 10 oder halb 11 essen, so als Abendessen. Bevor wir schlafen gehen, werden wir auch wieder noch ein Baguette essen, ganz gechillt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt zusammen das Baguette fertig und let's go. Freunde, ihr habt gerade gesehen, wie die gerade am Wischen sind. Der Laden schließt gleich. Der Laden schließt normalerweise um 10 Uhr, weiß schon, aber die sind jetzt, ist jetzt schon halb elf. Und ja, man, auf jeden Fall, Freunde, machen wir gleich noch eine Wettessen-Challenge. Johnny, du weißt Bescheid, ich zieh dich ab. Was meint ihr? Schreibt mal jetzt nochmal in die Kommentare Hashtag Riad oder Hashtag Johnny, wer gleich die Challenge gewinnen wird, wer gleich dieses Wettessen gewinnen wird. Ich habe extrem Hunger, ich glaube eher ich diesmal. Und was sagst du? Boah, ich glaube irgendwie ich, Digga, weil du hast noch dein Gebiss ein bisschen am Arsch. Ja, stimmt, aber nein, du, ey, jetzt wo du es sagst, ich krieg's immer nicht so weit auf, aber egal, Freunde, ihr werdet es einfach gleich sehen und bis gleich. Freunde, zieht euch das bitte mal rein, oh mein Gott. Ja. Richtig reingeschissen, ich schwör's dir. Nein, Digga, ohne Scheiß, das ist meins, oder? Nein, Johnny, mach jetzt wieder umgedreht. Dreh doch jetzt wieder um, ehrlich jetzt. Ich kann nicht mehr, Digga. Das ist recht so Titanic gerade. Du kennst hey. Nein, Johnny. Ich krieg das hin, beruhig dich, Digga. Das ist nicht schlimm. War das meins? Ja, das ist nicht schlimm. Ach, das war meins auch noch. Ja, das ist nicht schlimm, vertrau mir. Nee, nicht, ich vertrau dir nicht. Das Oberteil kommt da eh rauf, jetzt guck hin. Nee, das ist jetzt meins. Jetzt kann die Wettessen-Challenge losgehen. Wir machen nur mit einer Hälfte Wettessen. Das andere wollen wir nicht ein bisschen genießen. Deswegen eine Hälfte Wettessen, andere Hälfte genießen. Und Freunde, let's go. Viel Spaß beim Wettessen. Wieso, Freunde, wir sind jetzt alleine im Laden. Die Mitarbeiter sind jetzt alle zu Hause. Und ich würde sagen, jetzt eine Baguette-Wettessen-Challenge. Ich hoffe, man versteht uns gut. Und ich würde sagen, hier gar nicht lang faxen. 3, 2, 1, go! Freunde, schaffe ich nicht mehr. Ja, schaffe ich nicht mehr. Heute zweimal verkackt. Zweimal verloren. Und dafür einen Daumen hoch. Egal, Digga, Respekt an dich. Ah, was ist mein Kiefer los? Der ist übertrieben weh gerade. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben es mittlerweile jetzt schon viel nach 11. Moment, zeig es mal ganz kurz. Ah, ist kein Problem. Viel nach 11 mittlerweile. Oder fast halb zwölf sogar schon. Wir haben jetzt beide noch ein Stück Baguette. Jetzt werden wir jetzt noch in Ruhe genießen. Und ich glaube, wir gehen auch gleich schon, chillen wir uns gemütlich hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns gemütlich hingelegt haben, wenn wir schlafen gehen. Und dann bis gleich.
Boah, Digga, ich bin langsam richtig müde, Mann. Wir haben es jetzt 20 nach 12. Das Essen hat so müde gemacht, ne? Es hat echt so gemütlich und müde irgendwie, ne? Genau, genau. Ja. Aber leider kein gemütlichen Platz. Ne, kein gemütlichen Platz, auf jeden Fall. Wir machen jetzt eben gemeinsam die ganzen Lichter aus, den Pizzaladen, machen alle Lichter aus. Damit es hier dunkler, damit wir auch hier schlafen können. Das machen wir eben alle zusammen. Zack. Hier auch Licht aus, ne? Hier ist Licht aus, zack. Okay, und hier mache ich jetzt auch Licht aus. Oh, jetzt ist alles dunkel, jetzt sieht man nichts mehr. Ich mache kurz Taschenlampe. Zack. Decken. Decken da hinten, Bruder, in der Ecke. Ne, da oben drauf. Wo? Da oben drauf. Ah, genau. Welche gibt's noch? Wenn mir scheißegal, ich brauche irgendein Kissen hier, irgendeine Decke. Freunde, lasst für diese Aktion auf jeden Fall ein. Weo! Ihr wisst Bescheid. Hast du was gesehen? Ja. So, Johnny, sag mal ehrlich, wie war es für dich so der Abend hier? War jetzt nicht so. War schon nicht so geil. Aber das Essen hat einen das wirklich geil gemacht. Ich schwör's dir, Mann. Die Pizza und das Bett hat das echt geil gemacht, Mann. Aber trotzdem war nicht so chillig, aber war trotzdem gechillt. War trotzdem lustig irgendwie. Ja, irgendwie schon, ne? War trotzdem lustig irgendwie. Und Ria, lass heute Nacht. Ja, oh, ich weiß, was du sagen willst. Lass keine Pranks heute oder. Die Leute echt probieren. Ja, gib her Handshake drauf. Handshake. Handshake drauf, Digga. Und Freunde, ich gehe jetzt echt entspannt schlafen. Wirklich, ich bin richtig tot, Mann. Ich freue mich schon echt, morgen früh wieder in mein Bett zu gehen. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen früh wieder. Und ja, bis morgen früh. Ey, oh mein Gott, Freund, ich bin so abgefuckt. Hier, das ist so ein 31er, er ist einfach abgehauen. Er hat mir sogar einen Nachricht auf WhatsApp geschrieben. Er hat geschrieben, sorry, Bro, ich kann nicht mehr, ich bin weg. Ey, Rede, du bist so dreckig, Digga, ohne Witz, richtig dreckig. Wir machen das zu zweit, Digga, und nicht hier, als einer so 31er-Aktion schiebt, einfach abhaut. Richtig dreckig, Digga, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Ich zieh's auch ab, Mann. Ich hoffe, alles ist für das richtig dreckig von dem Pisser, Mann. Haut dir einfach ab, Mann, was soll das? Ey, ich hoffe, alles, ich hab jetzt auch keinen Bock mehr, Mann, ich hau jetzt auch ab. Und hier ist der Schlüssel, Digga. Und was für ein Spaß, Digga. Johnny. Was bist du für ein Digga? Was bist du für ein Du bist richtig ab, ne? Ich glaube, ich bin richtig sauer auf dich gewesen, ne? Ich bin richtig sauer auf dich gewesen. Ich meine, das Essen war richtig sauer auf dich. Ich hab dich so krass. Ich war richtig sauer auf dich, ne? Boah, du kleiner Ah, oh, Digga, ich hab grad gedacht, was macht der nicht? Ey. Ich hab gedacht, das macht der nicht. Oh, du hast mich richtig hochgenommen, Digga. Das Ding ist, ey. Das wäre richtig 31er, ne? Ich schirre. Boah. Abhauen, Digga. Digga, jetzt, nö, jetzt. Du bist alleine durchgezogen. Digga, was für allein, Junge. Ich bin auch kein Spasti, Digga. Kannst du, Digga, lass doch nicht Spaß. Nein, Digga. Warum bist du um 4:30 wach, Digga? Warum bist du um 4:30 wach hier? Ich bin ehrlich. Ja, wir haben es mitten in der Nacht. Warum bist du jetzt? Warum chillst du? Warum bist du wach überhaupt, ich Digga? Ich hab Hunger gehabt irgendwie. Ja, komm, wir gehen jetzt wieder rein. Wir chillen jetzt, Mann. Wir halten das jetzt noch aus. Ja, Digga, ich hab auch keinen Bock mehr. Ich weiß. Mann. Gar keinen Bock, Alter. Freunde, Mann, ich bin übertrieben tot. Freunde, es ist 9.49 Uhr. Freunde, Mann, die Nacht war echt hart. Sei ehrlich, Johnny, die Nacht war zu hart. Ja, die Nacht war. Das ging echt nicht klar, Digga. Das ging echt nicht klar, Mann. Bitte zieht euch rein, wie ich hier gepennt habe. Was ist das? Das Ding ist, guck mal, da. Aber da ist eine Lücke. Hier. Johnny, mein Schatz, auch du tust mir leid und ich tu mir selber schon leid. Nein, Freunde, wir sehen uns einfach gleich, wenn wir Baguette oder Kräuterbaguette, was weiß ich, hier essen. Und ja. Freunde, Baguette ist jetzt fertig. Wir werden jetzt erstmal ganz in Ruhe frühstücken. Und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten später wieder. Keine Ahnung, so gegen 13, 14 Uhr machen wir nächsten Cut. Deswegen, wir haben jetzt eh nichts zu tun. Wir chillen jetzt hier nur noch. Und ich würde sagen, Freunde, bis später. So, Freunde, wir haben es jetzt mittlerweile schon 13.57 Uhr, ihr seht schon das Lächeln in unserem Gesicht dann. Und wir können jetzt gleich endlich rausgehen. Und ja, wie gesagt, jetzt noch 3 Minuten drin chillen. Jetzt nochmal abschließend dazu. Riad, hast du noch was dazu sagen zu diesen 24 Stunden, Digga? Nach Hause. Ich will auch nach Hause. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich mal ernst. Das Einzige, was daran geil war, war das Essen. Mehr war auch nicht, ja, oder nicht? Schön ungesund gegessen. Freunde, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wo könnt ihr das nächste Mal 24 Stunden drin chillen, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch die Aktion gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und Freunde, was ihr auf jeden Fall auch nicht vergessen dürft, wir haben jetzt genau zu diesem Zeitpunkt ein Bild auf Instagram hochgeladen. Geht mal alle jetzt auf Instagram, auf unser Profil und liken mal alle das Bild. So, Freunde, ihr seht, wir haben es jetzt 14 Uhr, wir sind es endlich geschafft. Und ich würde sagen, Freunde, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Danke für euren krassen Support, den ihr zur Zeit gebt. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Haut rein. Tschüss.